Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Roblox ganz einfach auf dem Handy oder auch auf dem Tablet mehrere Haare gleichzeitig tragen können. Eigentlich funktioniert das ja nicht mehr, ich habe aber für euch trotzdem einen Weg gefunden, wie das Ganze funktioniert. Egal, ob wir gerade auf iOS, also auf iPhone sind oder auf Android, das spielt überhaupt keine Rolle. Was wir hierfür machen müssen, ist, dass wir uns als allererstes einmal auf unser Gerät Google Chrome herunterladen, also den Browser. Das ist also wichtig, denn genau den brauchen wir hierfür. Vielleicht habt ihr den schon, falls ihr Google Chrome noch nicht haben solltet, dann geht ihr kurz in den App Store, in den Google Play Store, wie auch immer, und ladet es euch da herunter. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann suchen wir hier einfach einmal nach Roblox und gehen dann natürlich auch direkt auf die offizielle Roblox Website drauf. Sobald wir dann hier auf der Website sind, müssen wir natürlich erst einmal hier den Cookies zustimmen und dann klicken wir hier unten auf In Browser fortfahren. Auch das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir das in der App machen, also wenn wir hier draufklicken auf In App fortfahren, dann funktioniert das nicht. Wir müssen im Browser bleiben. Als allererstes müssen wir uns dann natürlich einmal mit unserem Roblox-Account anmelden, so wie man das ja kennt, also unser Benutzername oder unsere E-Mail-Adresse und auch unser Passwort. Sobald wir uns dann also angemeldet haben, kommt hier direkt nochmal die Frage, ob wir eben in die App wollen oder im Browser fortfahren wollen. Wir klicken wieder auf In Browser fortfahren und dann öffnet sich hier direkt schon die Seite von Roblox. Was wir jetzt einmal machen, ist, dass wir bei mir unten rechts in der Ecke, ich glaube, das sollte bei euch da eigentlich auch sein, je nachdem, vielleicht kann es aber auch woanders sein, auf diese drei Punkte hier klicken. Wie gesagt, die sind bei mir unten rechts in der Ecke. Dann öffnet sich dieses Menü und hier haben wir den Punkt Desktop-Version. Da klicken wir einmal drauf und jetzt können wir einfach einmal oben links in der Ecke auf diese drei Striche klicken. Dann gehen wir als nächstes zu dem Punkt Avatar. Das lädt dann hier auch schon und jetzt können wir hier auch etwas rauszoomen. Was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir einfach erstmal natürlich das Haar auswählen wollen oder die Frisur, die wir generell haben wollen. Und dann können wir jetzt noch eine zweite auswählen, indem wir auch da einfach draufklicken. Ihr seht, wir haben jetzt direkt zwei ausgewählt. So einfach funktioniert das also. Falls wir jetzt noch mehr haben wollen, also drei oder rein theoretisch auch unbegrenzt viele, dann können wir die jetzt nicht einfach nochmal auswählen, sondern was wir jetzt zuerst machen müssen, ist, dass wir einmal wieder nach unten ziehen, die Seite neu laden, denn dann wird das Ganze praktisch einmal gespeichert und jetzt können wir noch ein Haar auswählen und ihr seht, jetzt habe ich schon drei Haare. Wir können jetzt eben wieder ein viertes auswählen, indem wir dann wieder die Seite hier praktisch einmal kurz aktualisieren und dann noch das vierte auswählen. Sobald wir uns dann also alle Haare ausgewählt haben, die wir benutzen wollen bei Roblox, können wir einfach Google Chrome wieder schließen und was wir jetzt machen müssen, damit das Ganze dann auch in Roblox tatsächlich aktualisiert wird, ist, dass wir, wenn wir Roblox gerade noch geöffnet haben, also irgendwo auch im Hintergrund oder wie auch immer, dass wir Roblox dann einfach nochmal schließen und nochmal neu starten. Sobald wir dann also Roblox neu gestartet haben, haben wir alle Haare, so wie wir das hier ausgewählt haben, auch im Spiel. So einfach können wir also mehrere Haare oder mehrere Frisuren auf dem Handy oder auch auf dem Tablet auswählen. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!